Das kleine Land Luxemburg ist gemessen an seiner Einwohnerzahl das reichste Land der Welt und beherbergt zugleich viele europäische Institutionen. Davon ist in einem neuen Film aus Luxemburg rein gar nichts zu sehen. Stattdessen bedrohte Kleingartenanlage und renitente Rentner auf Wohnungssuche. Hier sind alte Jungs. Klapprig, abgeschrieben, unbeugsam. So beschreibt sich das neueste Werk von Andy Bausch selbst. Ich habe nichts gegen Altersheime. Aber mit 80 hat man keine Lust mehr, sich von einer jungen Rotznase herumkommandieren zu lassen. Die rüstigen Herren des Films, Nukes, Fons, Lull und Yengi, haben keine Lust mehr auf das Altersheim. Ständig werden sie bevormundet. Dies ist verboten und jenes ist verboten. Also beschließen sie, ihr eigenes autonomes Seniorenheim zu gründen, in dem man rauchen kann und trinken darf, wie man lustig ist. Tut mir leid, Herr Kaiser. Das Maß ist voll. Sie müssen sich ein anderes Haus suchen. Viel Glück. Der Film nimmt einen mit auf den Werdegang dieser Idee voller Geldsorgen und Behördengängen. Auch wenn es kein Film mit großem Nervenkitzel ist, gibt er einen humorvollen Einblick in den Alltag des Älterwerdens und welche Tücken das unter anderem birgt. Mama, du kannst dich doch nicht benehmen wie ein Teenager. Du weißt ja vor lauter Übermut nicht mehr, was du machst. Willst du, dass deine Enkelkinder überall erzählen, dass ihre Omi immer auf der Jagd ist? Oder dass sie im Altersheim mit irgendwelchen Männern da so... Herr Bausch, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich habe gewusst, es gibt einen Film aus Luxemburg. Ich habe ihn geguckt und ich hatte vorher Bilder im Kopf vom Bankengebäude, EU-Verwaltung, Finanzstabilisierungsfazilität, habe ich gelesen, ist auch in Luxemburg und solche Begriffe. Und dann komme ich in eine Welt mit Kleingartenanlagen, mit Möchtegern-Cowboys, mit rauchenden Alten. Das ist eine ganz andere Welt. Ist das bewusst oder ist das einfach das, also wollen Sie ein Gegenbild zeichnen oder ist das das, was Sie interessiert? Ich komme aus dem Süden, dem Minet, sogenannt dem Land der Hüttenwerke, was es heute alles nicht mehr gibt, weil die Stahlindustrie den Bach runtergegangen ist. Und da sind die Leute halt einfach mehr von der Lunge auf die Zunge, mehr direkt, mehr vulgär. Und ich mache das seit jeher, mache ich Filme über diesen Schlag von Leuten. Ja. Ja, das ist schön für uns auch zu sehen, weil wir natürlich die eigenen Bilder da viel mehr bereichert werden. Man sieht vor allem, es ist sehr unglamourös. Wir sitzen da beim Friseur, ist so alles ein bisschen zugegruscht. Das Altersheim ist auch nicht besonders schön. Warum das Thema Altersheim, Alte, wie ist das auf Sie gekommen? Der Ursprung war für mich nicht so sehr die soziale Seite, sondern mehr all diesen älteren Schauspielern noch mal eine richtig schöne Rolle auf den Leib zu schreiben. Das war so das, was mir den Spaß beim Schreiben anfangs machte. Ne? Sie haben wahrscheinlich, wie viele Schauspieler gibt es in Luxemburg, mit denen man aktiv arbeitet? Wahrscheinlich kennen Sie die auch schon alle, oder? Ja, oder das viele ist das Problem und auf der anderen Seite auch das ganz Schöne. Es gibt sehr wenige und es ist immer beim Drehen so eine Familienatmosphäre, eine gute Atmosphäre, weil man mit fast jedem dann schon mal entweder 10 oder 3 Filme gedreht hat. Aber das Negative ist, dass die Auswahl dann sehr gering ist. Ne? Man kann nicht sagen, ich brauche einen 80-jährigen großen, 1,80 Meter Menschen. Da gibt es dann einen. Ne? Dann nimmt man den natürlich gerne. Also, es ist schon, wenn man die Filme in luxemburgische Sprache. Ja. Also die Sprache ist sehr wichtig. Jetzt hier läuft er in deutsch synchronisierter Fassung, von den Schauspielern selbst gesprochen. Aber er ist gedreht auf Luxemburgisch und ich habe das gesehen, bin zufrieden damit mit der Fassung. Ich muss auch sagen, er verliert etwas. Also ich glaube, jeder Film, der synchronisiert wird, verliert so Delikatessen, so Finessen, die man nicht in eine andere Sprache rüber retten kann. Das geht dann einfach nicht. Ne? Nee. Das weiß man aber, glaube ich, auch, wenn man Filme guckt aus dem Ausland, das ist einem klar. Im Film treffen wir auf Cowboys und auch so ein bisschen so Leute, die einen eigenen Weg gehen wollen. Ich habe das Gefühl, Unabhängigkeit oder Freiheit ist ein wichtiges Thema für Sie, oder? Ja, man sagt, meine Hauptfiguren sind immer marginale Menschen, die so am Rande der Gesellschaft stehen oder ausbrechen wollen aus irgendwas. Ich habe sehr viel mit Knastis gedreht, in Knästen, oder sagt man Knäste? Im Knast gedreht, in Gefängnissen, sehr viel im Gefängnis gedreht.
immer wieder. Kriminelle waren Hauptfiguren, obwohl ich ein ganz braver Mensch bin. Immer relativ brav, aber gibt es da so eine Anziehungskraft? Wieso, das muss dann mein Psychologe sagen, aber ich habe noch keinen. Den laden wir dann gerne zum Interview ein, dass er uns das erklärt. Nein, das macht sehr Spaß, diese Figuren zu sehen in einem Land, das wir anders in Erinnerung haben. Ich bedanke mich für das Interview, Andy Bausch. Dankeschön.